Hallo und willkommen. Deine Kindheit und Jugend hast du mit Harry, Ron und Hermine in Hogwarts verbracht und auch jetzt entführen dich die Bücher und Filme regelmäßig in das magische Internat? Die Buchreihe um den Zauberschüler Harry Potter, der sich dem Kampf gegen den dunklen Magier Lord Voldemort stellen muss, gehört zu den erfolgreichsten der Welt. Doch hast du dich auch schon mal gefragt, in welches Hogwarts-Haus der sprechende Hut dich gesteckt hätte? Wärst du gemeinsam mit Harry in Gryffindor gewesen? Oder steckt ein Ravenclaw, Hufflepuff oder gar ein Slytherin in dir? Finde es heraus. Zu Beginn klären wir kurz auf, um was es bei Harry Potter überhaupt geht. Es geht um den jungen, weisen Harry Potter, welcher bei seiner Tante und seinem Onkel aufwächst, von denen er allerdings nur ausgenutzt wird. Kurz vor seinem 11. Geburtstag ändert sich jedoch sein komplettes Leben, als er eine Einladung nach Hogwarts erhält. Eine Schule für Hexerei und Zauberei. Dort erwarten ihn magische Geschöpfe, Zaubertrankunterricht und der Lehrer Snape, der ihn nicht zu mögen scheint. In seinen Mitschülern Ron und Hermine findet Harry Freunde. Und bald bekommt er es mit dem bösesten aller Zauberer zu tun. Die Schülerschaft von Hogwarts ist bei Harry Potter in 4 Häuser aufgeteilt, da jeder der Gründer andere Eigenschaften bei seinen Schützlingen schätzte. Bei der Einschulung werden die Schüler mit Hilfe eines verzauberten, sprechenden Hutes einem Haus zugeteilt, zu dem sie charakterlich und von ihren Begabungen her am besten passen. Die Schulklassen der Schüler sind allerdings gemischt mit Gruppen aus allen Häusern. Während des Schuljahres konkurrieren die Schüler der Hogwarts-Häuser miteinander und versuchen im Quidditch und anderen Bereichen Punkte für sich und ihre Mitstreiter zu sammeln. Das Haus, das am Ende des Schuljahres die meisten Punkte eingestrichen hat, wird zum Haussieger gekürt. Als größten Rivalen gelten die mutigen Gryffindor und die gerissenen Slytherin. In welchem Haus ist Harry Potter? Die Antwort ist für Fans ganz klar: Gryffindor. Harry gehört seit seinem 11. Lebensjahr zu ihnen. Es ist nach seinem Gründer Godric Gryffindor benannt, der Kühnheit und Mut schätzt. Die Räumlichkeiten der Gryffindors befinden sich im 7. Stock des Nordturms. Schüler, die diesem Haus angehören, halten die Tugenden Mut, Tapferkeit und Entschlossenheit hoch. Das Wappen besteht aus einem goldenen Löwen vor einem roten Hintergrund. Demnach sind die Hausfarben auch rot und gold. Leiterin ist Professor McGonagall und der Hausgeist ist der fast kopflose Nick. Die bekanntesten Mitglieder sind wohl Harry Potter, seine Eltern, Hermine Granger, Ron Weasley und dessen Familie, Albus Dumbledore und Sirius Black. In einem der gemütlichen Gewölbekeller in der Nähe der Küche sind die Hufflepuffs zu Hause. In ihrer Gemeinschaft ist jeder willkommen, der fleißig und geduldig ist und vor allem Gerechtigkeit hochhält. Deshalb bringt das Haus vielleicht nicht so viele herausragende Zauberer vor, ist aber stets um das Gute bemüht. Gegründet wurde Hufflepuff von der berühmten Zauberin Helga Hufflepuff, die vor allem für ihre Kochzauber bekannt war. Das Wappen besteht aus einem schwarzen Dachs vor einem gelben Hintergrund. Demnach sind die Hausfarben schwarz und gelb. Geleitet wird das Haus Hufflepuff von Professor Sprout. Und der Hausgeist ist der fette Mönch. Die wohl bekanntesten Mitglieder sind Cedric Diggory und Nymphadora Tonks. Neben Gryffindor gehört Slytherin zu den bekanntesten Häusern von Hogwarts. Immerhin stammt Harry Potters schulischer Widersacher Draco Malfoy aus diesem Haus. Es ist bekannt dafür, viele dunkle Zauberer hervorgebracht zu haben, so auch Lord Voldemort. Zu den hervorstechenden Eigenschaften der Slytherin-Schüler gehören Stolz, Ehrgeiz und Gerissenheit. Die Gemeinschafts- und Schlafräume der Slytherin sind in einem dunklen Kerker zu finden, der sich unter einem See befindet. Das Wappen des Slytherin besteht aus einer silbernen Schlange vor einem grünen Hintergrund. Demnach sind auch die Hausfarben Silber und Grün. Das Slytherin-Haus wird von Professor Severus Snape geleitet und der Hausgeist ist der blutige Baron. Die wohl bekanntesten Mitglieder sind Tom Riddle, auch bekannt als Lord Voldemort, Draco Malfoy sowie auch sein Vater Lucius Malfoy. Die begabtesten Schüler Hogwarts, Ausnahme Hermine Granger, werden in der Regel vom magischen Hut dem Haus Ravenclaw zugeteilt. Sie residieren im Ravenclaw-Turm im westlichen Teil von Hogwarts. Hinein kommen Ravenclaw-Schüler jedoch nur, wenn sie ein Rätsel des adlerförmigen Türklopfers beantworten können. Auf ihrem Wappen befindet sich ein bronzener Adler vor blauem Hintergrund. Demnach sind deren Hausfarben Bronze und Blau. Die Gründerin von Ravenclaw ist Rowena Ravenclaw und der Leiter ist Professor Filius Flitwick. Deren Hausgeist ist die Graue Dame, auch bekannt als Helena Ravenclaw, und die mitbekanntesten Mitglieder sind Luna Lovegood und Cho Chang. Jedes Haus in Hogwarts bevorzugt zwar andere Eigenschaften, aber nur weil man in das Haus kommt, bedeutet das noch lange nicht, dass man keinerlei Eigenschaften von den anderen Häusern mitbringt.
Denn zum Beispiel Hermine Granger war eine der schlauesten Hexen ihrer Zeit und kam nach Gryffindor und nicht nach Ravenclaw. Sie war beides, mutig und schlau. Ebenso wie Snape, der neben den Eigenschaften eines Slytherins auch jene der Gryffindor zeigte, nämlich den Mut. Man kann ebenso auch Eigenschaften nach allen Häusern haben, was die meisten Menschen auch besitzen. Der Hut entscheidet demnach, was am stärksten in dir ist. Das Beispiel sollte nur zeigen, dass man trotzdem noch große Mengen anderer Eigenschaften aus den anderen Häusern mit reinbringen kann. Zusammengefasst kannst du dich einen Gryffindor nennen, wenn du mutig, tapfer und entschlossen bist. Ein Hufflepuff kannst du dich nennen, wenn du fleißig, hilfsbereit, treu und gerecht bist. Ein Slytherin bist du, wenn du stolz, ehrgeizig und gerissen bist. Und ein Ravenclaw, wenn du intelligent, gelehrsam und weise bist. Das war's mit dem Video. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn du neu auf unserem Kanal bist und dir dieser gefällt, kannst du uns gerne mit einem Daumen nach oben und einem Abo unterstützen.